Ja, begonnen hat das Projekt Ende 2010, mit einer Schülerin, mit Schülern, die den Lehrberuf Ökoenergietechnik an unserer Schule gelernt haben. Und dass wir eine ganze Menge Daten im Laufe der Wochen gesammelt hatten, diese dann ausgewertet und dargestellt. Die Sokoenergie hat dazu geführt, dass wir im Gebäude zunächst einmal geschaut haben, wo die ganzen Energieströme hinkommen. Das war Wasser, Strom und Energie. Das heißt, die hat ungefähr 1,2 kW, also 1200 Watt. Und wir haben verschiedenste Maßnahmen getroffen, Laufzeiten von Lüftungsanlagen optimiert, auch die Heizkörper mit Thermostatventilen ausgerüstet. Wir haben dann begonnen, Automaten mit einer Zeitschaltuhr zu versehen. Wir haben eine ganze Menge an Automaten im Haus, Leuchtmitteln getauscht. Wir haben dann geschaut, dass die Standby-Zeiten einfach minimiert worden sind durch einen Zentralschalter in den Klassen drinnen. Es gibt dann in jeder Klasse zwei Beauftragte. Der eine ist zuständig für das Licht, dass das ausgeschalten wird, wenn man die Klasse verlässt. Und einer ist zuständig für die Raumlüftung. Die Summe aller Maßnahmen hat eine Einsparung bei der Fernwärme von 38%. Bei Strom ebenfalls 38% und beim Wasser 10% gebracht. Die Schüler haben auch etwas vom Energieeinsparen. Sie bekommen beispielsweise heuer eine neue Kantine. Wir haben aber auch investieren können in Laborausstattungen und neue Werkstättenausstattungen. Seit letzter Woche sind wir auch EMAS zertifiziert. Das heißt, wir haben das EU-Gütesiegel erreicht. Ja, wir wollen den Schülern im Unterricht vermitteln, wie wichtig Energiesparen ist und auf welchem Weg sie dies erreichen können.